Moin, und zwar wollte von mir heute einmal zu diesem Corsair Headset. Das ist das gute Stück, kommt ganz simpel daher. Wir haben einen LED-Effekt, was immer ganz nett ist, der hier eben drin sitzt. Den kann man dann individuell auch mit der Software anpassen. Das ist auch einmal das Logo. Wir haben hier eine Mute-Taste, die wir drücken können. Wir können das Ganze hier mal uns anschauen. Sobald wir mich hier drauf drücken, leuchtet das hier vorne rot auf. Dadurch wissen wir, okay, das Ganze ist jetzt eben gemutet und man kann uns nicht mehr hören. Wir schalten es wieder aus. Dann ist das Ganze entmuted. Sobald wir das Mikrofon in die hohe Position bringen, leuchtet es automatisch auch rot und ist in seinem Mute-Funktion. Ansonsten können wir uns das Ganze hier auch einmal so anschauen. Wir haben einmal die Möglichkeit, durch diese Gelenke hier das beliebig zu drehen. Das ist ganz nett und ordentlich verarbeitet. Ansonsten haben wir hier ein sehr schönes Kopfpolster. Dadurch ist das Ganze schön weich und nicht irgendwie störend auf dem Kopf. Und auch sonst ist das Ganze hier in den Ohrbereich auch sehr schön ausgestattet. Wir haben ein sehr großzügiges, überzogenes Ohrpolster. Was hier besonders heraussticht und im Vergleich zu dem Vorgängermodell unterscheidet, ist, dass eben hier ein Stoffbezug gewählt wurde und nicht eben dieser künstliche Bezug, so wie hier am Rand. Das war bei dem Vorgängermodell noch der Fall. Dadurch ist das dann manchmal ein bisschen schneller abgenutzt. Das haben wir hier nicht das Problem. Soundtechnisch ist das total legitim und alles in allem meiner Meinung nach